Ich möchte heute gerne einleiten die Predigt mit dem Teil einer Geschichte von einer Schwester, die diese Geschichte einmal aufgeschrieben hat in einer unserer adventistischen Zeitungen. Das ist eine Schwester aus New Mexico und die hat von einer Erfahrung berichtet, die sie in der Einrichtung, betreuten Wohneinrichtung gemacht hat, in der ihre Mutter untergebracht war. Und sie hat beschrieben, dass sie dort ein älterer Mann ihr aufgefallen ist. Und als sie ihn das erste Mal gesehen hat, da hat sie gedacht, so von seiner Kleidung her, wie er sich bewegt hat, von seinem Äußeren, der wirkt eigentlich nicht für jemand, der dort in der Einrichtung selber betreut ist, sondern sie hat wahrscheinlich gedacht, das wäre ein Besucher. Und als sie das erste Mal ihn angesprochen hat, da hat sie ihn gesehen an der Rezeption vielleicht oder am Eingang, wo er ein Stofftier in der Hand hält, und er hat zu ihr nur ein Wort gesagt, und das war das Wort almost, fast. Als sie ein paar Tage später mit ihrer Mutter gesprochen hat, hat ihre Mutter ihr erzählt, weißt du, ich habe einen neuen Nachbarn, aber ich bin mir nicht sicher, ob er seine fünf Sinne beieinander hat. Und als sie dann diesem Mann das zweite Mal begegnet ist, da hat er die einzigen zwei Worte gesprochen, die sie ihn dann hat sagen hören, und das waren die zwei Worte: almost home, fast zu Hause. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit den Worten fast zu Hause, weil ich glaube, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Wir denken viel zu wenig nach über die Heimat, die Gott für uns vorbereitet hat. Und wir reden viel zu wenig darüber. Ich glaube, wenn wir uns öfter Zeit nehmen würden, um über diese Heimat nachzudenken, die Gott für uns bereithält, dann würde unser Leben in manchen Bereichen wahrscheinlich anders aussehen und fröhlicher und zuversichtlicher sein. Ich glaube, je näher wir der Wiederkunft kommen, desto deutlicher werden die Vorboten von Gottes Reich um uns herum. Wir haben uns gestern ja, ich bin auch hier gesessen, unterhalten über Matthäus 24, die Zeichen der Zeit. Für viele Menschen heute ist auch der Zustand der Gesellschaft, so wie die Bibel ihn beschreibt im 2. Timotheusbrief, ein Zeichen dessen, dass wir fast zu Hause sind. Ich glaube, wenn wir uns als Adventbewegung, wenn wir uns anschauen, wie viel von der Prophetie sich schon erfüllt hat, dann können wir auch sagen, das sind Dinge, die uns zeigen, dass wir fast zu Hause sind. Für manche oder für viele Menschen heute sind auch die Zeichen in der religiösen Welt, die Zunahme des Einflusses des Papsttums, ein Zeichen dafür, dass wir fast zu Hause sind. Manche sehen auch leider mit einem weinenden Auge den teilweisen Niedergang unter Gottes Volk geistlich gesehen an manchen Orten als ein Zeichen an dafür, dass wir fast zu Hause sind. Aber ich glaube, wir können eine Sache mit Sicherheit sagen, nämlich wir waren der Wiederkunft von Jesus Christus und unserer himmlischen Heimat nie so nahe wie heute. Vor ungefähr 2000 Jahren wurde der letzte von den originalen Jüngern von Jesus auf eine dürre Felseninsel verbannt. Und auf dieser Insel, der ein Verbannungsort war für Verbrecher, hat sich dieser Mann mit vielleicht ungefähr 90 Jahren, auf dieser Insel war er der Einzige, der eigentlich übrig geblieben war von dem originalen Jüngerkreis. Paulus, der später dazu kam, war enthauptet worden, Petrus gekreuzigt. Und auch Maria, die beim Kreuz gestanden war, war nicht mehr bei ihm in dieser Situation. Und auf dieser dürren, für viele trostlosen Gefangeneninsel ist eine Sache, die Gott Johannes zeigt: ein Blick auf die ewige Heimat, die wunderschöne Heimat, die er für seine Kinder vorbereitet hat. Ich möchte euch gerne mitnehmen heute in die Offenbarung, vor allem in die letzten zwei Kapitel. Und wir wollen uns ein paar Aspekte rausgreifen,
durch die Gottes Wort uns auch mitteilt, dass wir fast zu Hause sind. Und wie dieses Zuhause, müssen wir genauer sagen, wie dieses Zuhause aussieht. Offenbarung 21. In dem Zuhause, das Gott für dich bereitet hat, wird es keinen Tod und keine Trennung mehr geben. Offenbarung Kapitel 21, Vers 1 bis 4. Offenbarung 21, Vers 1 bis 4. Ist bei mir überschrieben mit den Worten: der neue Himmel und die neue Erde. Und Johannes sagt hier in Vers 1: und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir uns vor vielen Jahren in Portugal verabschiedet haben, wo wir ein paar Jahre gelebt haben. Und es gilt auch für die Deutschen, aber die Portugiesen, so diese ältere Generation, das sind sehr herzliche Menschen. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich mich von einer alten Schwester verabschiedet habe, die war ein, zwei Köpfe kleiner als ich noch aus der Gemeinde. Und ich kann mich noch erinnern, dass sie zu mir gesagt hat, als ich gesagt habe, wir kommen vielleicht einmal wieder, so wie sich's ergibt, hat sie zu mir gesagt: ich weiß nicht, ob ich dann noch da sein werde. Wisst ihr, das Schöne, wenn wir diese Worte lesen, dann sagt uns die Bibel auch im Neuen Testament, dass wir diejenigen Menschen, die von uns gegangen sind, aber die ihr Leben Christus übergeben werden, übergeben haben, dass das keine Trennung ist, die auf ewig Bestand haben wird. Die Bibel sagt, Gott wird abwischen alle Tränen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Es wird keine Mauern mehr geben, die die Menschen getrennt haben. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das noch erlebt. Ich bin damals, als ich in Berlin gearbeitet habe, einem Mann begegnet und er hat mir erzählt, der hat damals Menschen geholfen, über die Grenze zu kommen, was nicht erlaubt war. Und als sie ihn erwischt haben, haben sie ihn vor zwei Optionen gestellt. Und sie haben ihm gesagt: entweder du lässt dich scheiden von deiner Frau oder du gehst ins Gefängnis. Das wird es nicht mehr geben. Es wird keine Regimes mehr geben, die die Menschen, wo Familien jahrzehntelang, ihr ganzes Leben lang vielleicht voneinander getrennt sind. Auf der neuen Erde werden Menschen, die im Dritten Reich vielleicht getrennt wurden, auf irgendwelchen Bahnhöfen, um deportiert zu werden, die werden sich wiedersehen eines Tages. In Vers 1 sagt Johannes etwas Interessantes. Er sagt am Ende von Vers 1: und das Meer gibt es nicht mehr. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum Johannes das schreibt? Als Johannes auf dieser Insel war, da können wir uns vielleicht vorstellen, das Meer war so ähnlich oder hat etwas formiert wie die Gefängnismauern um ihn herum. Das Meer hat Johannes in dem Moment getrennt von den Menschen, die er noch gekannt und geliebt hat. Es gibt eine interessante Aussage, hierzu aus dem Geist der Weissagung, die wollen wir uns gleich anschauen. Ich habe im Jahr 2019, als ich auf einer Kindersingwoche gewesen bin, da habe ich den Kindern gezeigt, da ging es auch um dieses Thema und ich habe den Kindern die Weltkarte gezeigt und ich habe ihnen gesagt: wisst ihr, wir haben Freunde, die einen sind in Südamerika momentan, eine andere Person, die ist in Asien, und ich weiß nicht, ob wir manche von diesen Menschen, die uns teuer geworden sind, jemals wiedersehen werden. Es gibt ein interessantes Zitat aus dem Bibelkommentar auf der Seite 550, wo uns gesagt wird: das Meer trennt Freunde. Es ist ein Hindernis zwischen uns und denen, die wir lieben.
Unsere Verbindungen werden durch das weite, unergründliche Meer unterbrochen. Auf der neuen Erde wird es kein Meer geben und kein Ruderschiff wird dort mehr kreuzen. In der Vergangenheit wurden viele, die Gott liebten und ihm dienten, in Ruderschiffen an ihren Sitzbänken festgekettet und gezwungen, den Willen grausamer und hartherziger Menschen auszuführen. Das ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen, bevor ich das gelesen habe. Und ich habe dann nachgeforscht und habe gesehen, dass damals zum Beispiel viele Hugenotten, das waren die Protestanten in Frankreich, die aufgrund dem Druck ausreisen oder flüchten wollten, ausreisen normal konntest du ja eigentlich nicht, die flüchten wollten, und das war ihnen ab dem Jahr 1699 war ihnen das verboten. Da gab es die Galeerenstrafe. Die Frauen ins Gefängnis, die Männer auf die Galeeren. Das haben viele nicht überlebt. Und ich habe gelesen von einer Geschichte eines jungen Hugenotten, blutjung, 18 Jahre, der auf den Galeeren war, und teilweise wurde geschildert, was der durchgemacht hat. Das wird es auf der neuen Erde nicht mehr geben. Ich möchte euch gerne mitnehmen in den zweiten Abschnitt in Offenbarung 21, Vers 5 bis 7. In unserem Zuhause werden wir sehen, dass es alle Bemühungen und Anstrengungen wert waren, gemacht zu werden. Offenbarung 21, Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, Vers 7, der wird alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Worte in Vers 7, wer überwindet, sagen uns, dass es der Weg zur neuen Erde nicht so ganz glatt geht, wie sich vielleicht manche den Weg wünschen, sondern da gibt es Schwierigkeiten, die überwunden werden, und Kämpfe, die gekämpft werden müssen. Es gibt im Buch Propheten und Könige eine wunderschöne Aussage. Und dort heißt es: Bald werden wir den sehen, auf den sich unsere Hoffnung auf ewiges Leben gründet. Und in seiner Gegenwart werden die Prüfungen und Leiden dieses Lebens wie ein Nichts erscheinen. In der Apostelgeschichte heißt es schon, wir müssen durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen. Und ich habe mich oft gefragt, ist es möglich, dass wir vielleicht hier manchmal Schwierigkeiten und Prüfungen erleben, damit wir unser Herz nicht zu sehr an diese Erde binden, an diese alte Welt. Und dass wir mehr Sehnsucht haben nach der himmlischen Heimat. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe Situationen gehabt während der Corona-Zeit, wo ich mir wirklich gesagt habe, hier möchte ich nicht bleiben. Das ist nicht mein Zuhause hier. Es wird auch auf der neuen Erde nie wieder Menschen geben, die sich in den letzten Momenten nicht mehr von ihren Geliebten verabschieden können. Paulus sagt im Römerbrief, vielleicht können wir den kurz aufschlagen, Römer Kapitel 8, ihr könnt euren Finger in der Offenbarung behalten. Römer Kapitel 8, Vers 18 ist ein sehr passender Vers. Unter der Überschrift "Die Hoffnung der kommenden Herrlichkeit" bei mir, Römer 8, Vers 18, da sagt Paulus: Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Der Weg zur neuen Erde wird nicht stattfinden können ohne Selbstverleugnung und ohne Kämpfe, die wir nicht allein kämpfen müssen, sondern zum Glück kämpft einer mit uns, der jeden Kampf siegreich bestanden hat. Kein Kampf, den du dich entscheidest, als treues Kind Gottes zu kämpfen, wird vergeblich gekämpft sein. Ich möchte dir gerne ein paar Beispiele geben, um das praktischer zu machen. Wenn du merkst, dass Menschen dir Unrecht tun, vielleicht hinter deinem Rücken über dich reden und Gerüchte verbreiten, dass du ungerecht behandelt wirst, wenn du dich dann trotzdem entscheidest,
auf die Knie zu gehen und den Herrn zu bitten, dass er dir helfen möge, diesen Menschen zu vergeben und nicht bitter zu werden, dann wird das ein Kampf sein, den du nicht vergeblich gekämpft haben wirst. Wenn der Feind dich versucht, das gilt mehr für uns Männer als für euch Frauen, und wenn im Internet irgendwelche Werbungen aufpoppen, die unmoralisch sind, und der Feind dich versucht, den Klick zu machen und dir das anzuschauen, und du dann aber, anstatt auf die Taste zu drücken, auf die Knie gehst und Gott bittest um moralische Stärke, dem zu widerstehen, wird das ein Kampf sein, den du nicht gekämpft haben wirst umsonst. Wenn es um Lebensstilfragen geht und Gott dir bewusst macht durch etwas, was du liest, dass er dich zurückführen möchte zu dem ursprünglichen Plan, den er gehabt hat, nämlich, dass sich der Mensch von den natürlichen Produkten der Erde ernährt. Und du siehst, mein Teller stimmt aber momentan nicht damit überein. Und du gehst auf deine Knie und bittest Gott um Kraft, dass er deinen Geschmack verändert und dir Liebe gibt zu den Dingen, die er liebt, dann wird das ein Kampf sein, den du nicht vergeblich gekämpft haben wirst. Wenn du morgens vor dem Spiegel stehst und dir kommt ein Vers in den Sinn aus dem 1. Petrusbrief, wo Gott sagt, er hat Freude daran, dass der innere Mensch geschmückt sein soll und nicht der äußere. Es gibt viele aufrichtige Kinder Gottes, die über diesen Punkt noch nichts gehört haben. Und du dich entscheidest, auf die Knie zu gehen und Gott zu bitten, Herr, hilf mir, dass ich auch in diesem Punkt so leben kann und so sein kann, wie du möchtest. Dann wird das ein Kampf sein, den du nicht vergeblich gekämpft haben wirst. Ich möchte euch gerne eine Geschichte, vielleicht noch zwei Zitate und dann eine Geschichte dazu erzählen. Das heißt im Leben Jesu auf der Seite 214, niemals führt Gott seine Kinder anders, als sie es sich selbst wünschten, falls sie bereits am Anfang den Ausgang sehen und die herrliche Frucht schauen könnten, die sie als Mitarbeiter Gottes wirken dürfen. Was uns in der Vorsehung Gottes unverständlich war, wird uns in der zukünftigen Welt erklärt werden. Wir werden erkennen, dass die unendliche Liebe uns Erfahrungen machen ließ, die uns schwer zu schaffen machten. Wenn uns gezeigt wird, mit welch zärtlicher Fürsorge er alles so einrichtete, dass es zu unserem Besten diente, dann wird uns unaussprechliche Freude erfüllen. Ich habe jetzt nur ein paar Dinge erwähnt. Ich kann euch sagen, ich bin sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe, als ich junger Adventist gewesen bin, den ein oder anderen Kampf aufzunehmen in Gottes Kraft. Sonst wäre ich heute nicht hier. Als ich ganz am Anfang noch mit Adventisten in Verbindung war, manche von euch wissen das vielleicht, war ich ziemlich verwurzelt in der Musikszene. Musik war mein Leben gewesen. Und irgendwann gibt mir ein älterer Bruder aus der Gemeinde, gibt er mir ein Buch, der das gar nicht wusste wahrscheinlich, und er gibt mir ein Buch namens Die Macht der Musik. Ist schon ein älteres Buch. Manche von euch kennen das noch. Und ich habe anhand von diesem Buch gesehen, der Weg, auf dem ich gerade bin, ich war gerade dabei und ich habe wirklich Talent gehabt und ich war gerade dabei, mehr an die Öffentlichkeit zu gehen mit diesem Talent. Und als ich dieses Buch gelesen habe, da wurde mir offenbar, dass ich die Möglichkeit habe zwischen zwei Dingen. Entweder ich bleibe in der Gemeinde und ich versuche, das irgendwie jetzt zu vereinbaren, diesen Lebensstil mit meinem Glauben, und muss dann aber einige kosmetische Korrekturen vornehmen, wo ich wusste, das will Gott nicht, dass ich das mache auf diese Art. Oder ich gehe auf die Knie und bitte Gott um Kraft, dass ich mich von dieser Sache komplett trennen kann. Und ich sage euch, ich hatte vor allem zwei schwerwiegende Bereiche in meinem Leben, wo es darauf ankam, entscheide ich mich, diesen Kampf zu kämpfen. Auch wenn es mir vom Fleisch her Leid verursacht in dem Moment. Oder versuche ich irgendwie weiterzugehen und manches zu übertünchen und mir Rechtfertigungen zurechtzulegen, warum ich den oder den Aspekt in meinem Leben noch beibehalte.
Ich bin so heilfroh, heutzutage kann ich sagen im Rückblick, jeder Kampf, den du als Kind, als treues Kind Gottes kämpft, lohnt sich, ihn zu kämpfen. Es ist nicht wert, am Ende vielleicht das ewige Leben und die wunderbare Heimat zu verlieren, die Gott für dich hat, aufgrund mancher vergänglicher Dinge hier auf der Erde, die dir unter dem Strich gar nichts bringen. Das hier ist ein Bahnhof in einem für die meisten von uns oder alle vielleicht relativ unbekannten Land, von der praktischen Erfahrung her. Vor einigen Jahren gab es eine Geschichte, die auch weltweit Schlagzeilen gemacht hat, die ist sogar verfilmt worden. Und in der Geschichte ging es um einen jungen Mann namens Saru Brierley. Das war nicht sein wirklicher Name. Er ist aufgewachsen in Indien in ärmlichen Verhältnissen. Und im Alter von 5 Jahren nimmt ihn sein Bruder mit zu einem Bahnhof in der Nähe, wo er gelebt hat, mit seiner Mutter und seinen Geschwistern. Die Geschichte ist in manchen Details ein bisschen unterschiedlich überliefert, aber ich erzähle euch jetzt eine Version. Es sind nur kleine Unterschiede. Und als sie auf diesem Bahnhof sind, sein Bruder sucht nach Essensresten und nach Kohlen. Und der kleine Saru bleibt dort und schläft ein. Und als er wieder zu sich kommt und sein Bruder ist nicht da, da sieht er vor sich einen Schlafwagen, einen Zug stehen. Und er steigt in den Zug ein. Und das Nächste, an das sich der 5-jährige Junge erinnert, er kommt an, ungefähr 1600 Kilometer entfernt, in einer der Städte von Indien, die bekannt ist für ihre Slums. Weiß nicht den Nachnamen seiner Familie, weiß nicht den Ort, an dem er aufgewachsen ist. Und er schlägt sich ein paar Wochen durch auf der Straße und kommt schließlich dann in eine Waiseneinrichtung. Ein Paar aus Tasmanien adoptiert ihn. Und irgendwann in seinem Leben, als er auf der Uni ist und er trifft indische Studenten, er wird immer mehr in seinem Leben dahin geführt, dass er sich wünscht, den Ort zu finden, wo er groß geworden ist, seine Familie zu finden. Und damals gab es ein Programm namens, es gibt es auch heute noch, Google Earth. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich. Das ist ein Programm, wo du dir Stadtteile anschauen kannst, die Häuser, du kannst ranzoomen und kannst wirklich die Dinge erkennen, wie sie so auf dem Globus sind. Und er verwendet dieses Programm und er setzt Monate ein, lange, lange Zeiträume, vernachlässigt sein Studium, seine Freunde. Er dreht jeden Stein um, er zoomt sich durch Tempelanlagen, durch Häuserblöcke. Und irgendwann kommt er auf die Idee, dass er sich überlegt, wie schnell sind die Züge in Indien damals gefahren. Und er multipliziert das mit der Zeit, die er im Zug unterwegs war. Es waren 14 bis 16 Stunden. Und irgendwann, nach langer Zeit, findet er ein Bild, das sich als 5-Jähriger in seinen Kopf eingeprägt hat. Nämlich die Schienen des Bahnhofs und den Wassertank. Und er findet nach ungefähr 25 Jahren, findet er dank Google Earth sein Zuhause. Der lebt heute noch, denkt ihr, wenn man ihn heute fragen würde. Ich bin mir sicher, wenn man ihn fragen würde, die Entbehrungen, die du da auf dich genommen hast, vielleicht die Abende, die du verbracht hast ohne deine Freunde, weil du vor dem Bildschirm saßt, um dein Zuhause zu finden. Ist es das wert gewesen? Ich glaube, wir müssten ihn nicht einladen, um ihn hier zu fragen. Wir können uns die Antwort gut vorstellen. Alle Schwierigkeiten, die dir begegnen, weil du Jesus treu bist. Alle Dinge, die du in deinem Leben von ihm verändern lässt, wo du merkst, die gefallen ihm nicht. Alle Kämpfe werden es wert sein, gemacht zu werden, um einmal auf dieser neuen Erde zu sein. Ich möchte euch gerne mitnehmen in den letzten Abschnitt, in Offenbarung 21 und 22. Offenbarung 21, Vers 10 bis 14. Alle, die dieses Zuhause betreten, werden aufgrund der Gnade und der Liebe Gottes dort sein. Offenbarung 21, Vers 10 bis 14.
Und Johannes sagt weiter, und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Von Osten her gesehen 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore und von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Wir wissen genauso wie die Namen der 12 Söhne Jakobs, wie die eigentlich standen als Repräsentanten für das alte Israel, so stehen auch die 12 Apostel als Repräsentanten der Evangeliumsgemeinde. Aber wenn wir uns einige Menschen hinter den Namen anschauen und wenn wir sehen, wie sie durch Gottes Gnade verändert wurden, dann gibt uns das Mut für unseren Lebenslauf. Wenn wir vielleicht sehen, wir brauchen von Gott hier und da noch Veränderung, dass auch wir genauso wie sie siegreich sein können. Petrus hat Jesus verleugnet, Thomas hat gezweifelt, Johannes und Jakobus waren die Donnersöhne und 2 von Jakobs Söhnen waren in Morde verwickelt. Aber sie alle haben sich durch Gottes Gnade verändern lassen. Das heißt in Offenbarung 22, ist unser letzter Text, Offenbarung 22. Vers 14 bis 17. Glückselig sind, Vers 14, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben am Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Vers 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Vers 17, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wer da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wisst ihr, in Vers 17, das sind wunderschöne Worte, nämlich Gott sagt uns hier, wer da will. Da wird nicht gesagt, wenn du den oder den Berufsabschluss hast. Da wird auch nicht mal gesagt, du musst noch alle Zähne im Mund haben. Oder du musst an deinem Arbeitsplatz wohl geschätzt sein von allen deinen Kollegen. Der Text sagt ganz einfach, wer da will. Egal wo du herkommst, egal wie kaputt deine Kindheit gewesen ist, wenn du willst, von ganzem Herzen, dann wirst du einmal in dieser wunderbaren Heimat sein können, die Gott für dich und mich vorbereitet hat. Das heißt in dem Buch, wie führe ich mein Kind sinngemäß, er hat Kronen für alle, die überwunden haben. Er hat weiße Kleider für die Gerechten. Er hat eine ewige Welt der Herrlichkeit für alle, die nach Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit streben. Jeder, der die Stadt Gottes betritt, wird sie als Sieger betreten. Er wird nicht als ein verurteilter Verbrecher hineingelangen, sondern als Sohn Gottes. Ich möchte gerne abschließen mit einer letzten Geschichte. Ein paar wenige in dem Raum kennen die Geschichte schon, aber manche Geschichten muss man öfter erzählen. Es ist eine Geschichte, die nicht verfilmt wurde, aber es gibt ein Buch über diese Geschichte. Und ich habe die Erlaubnis bekommen, diese Familie hat mir ein paar Bilder geschickt. Ich zeige euch jetzt heute nur eins. Das Buch heißt Devoted. Es ist ein englisches Buch, die Geschichte der Liebe eines Vaters für seinen Sohn. Das ist jetzt kein Buch, wo es um Bibelstellen geht, aber es ist ein Buch, das es wert ist, gelesen zu werden. Die Geschichte geht folgendermaßen. In den 1960er Jahren wurde Judy und Dick Hoyt, dem Ehepaar, ihr erstes Kind geboren. Und die beiden Eltern freuen sich enorm auf das Kind. Und sie stellen aber fest, als das Kind klein gewesen ist, irgendetwas stimmt mit ihm nicht.
konnte nicht sprechen und sich auch nicht eigentlich wirklich normal bewegen. Und später kam heraus, dass Rick Hoyt, ihr Sohn, eine Krankheit hat. Okay, wir gehen nochmal vor. Eine Krankheit hat nämlich ein spastischer Quadriplegiker, wenn ich das richtig formuliere. Und die Ärzte haben dem Ehepaar gesagt, haben ihnen einen Rat gegeben, gebt ihn in einer Einrichtung ab, das hört sich heute hart an, das haben aber damals einige gemacht, gebt ihn in einer Einrichtung ab und vergesst ihn, lebt euer Leben weiter. Und die Eltern haben sich entschieden, wir möchten, dass er möglichst wie ein normales Kind aufwächst, auch wenn er enorme Handicaps mitbringt. Und sie haben gemerkt irgendwann, ihr Sohn Rick, der konnte zwar nicht sprechen, aber sie haben gemerkt anhand seiner Augen, dass er eigentlich ein kluges Kind ist. Und sie haben dann versucht, sie haben Buchstaben ausgeschnitten aus Schleifpapier, Sandpapier und haben die an Gegenstände im Haus gehängt, haben versucht, ihn zu unterrichten. Und irgendwann war es so, dass eine Gruppe von Menschen haben einen Computer entwickelt, mit dem Rick sich verständigen konnte, indem er so ein Kopfteil hat. Wenn er da dagegen tippt, kann er Buchstaben auswählen auf dem Bildschirm und kann sich so ausdrücken und Sätze formen. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, da gab es einen Sportler, der sich schwer verletzt hat, der auch gelähmt war dadurch. Und es gab einen Sponsorenlauf über 5 Kilometer, wenn ich mich richtig erinnere. 5 Miles oder 8 Kilometer, ich glaube es waren 5. Und dieser Sponsorenlauf, Rick Hoyt hat damals ausgedrückt und er hat auf seinem Computer getippt, dass er gerne teilnehmen möchte. Natürlich kann er nicht laufen, sondern in seinem Rollstuhl. Und er hat seinem Vater klargemacht über den Bildschirm, ich möchte nicht, dass mein Sportlehrer mit mir dieses Rennen läuft, sondern ich möchte, dass du mit mir läufst. Sein Vater war damals, Dick Hoyt war 37 Jahre alt, nicht der Allersportlichste, ist ab und zu gejoggt und hat noch was anderes gemacht, aber er war nicht top in Form. Und er hat gesagt, ja, wir machen das. Der Rollstuhl damals von Rick Hoyt war so, das war in den 70er Jahren, 1977 war das Rennen, glaube ich, war so eine Mischung aus Einkaufswagen und einem Hochstuhl. Das war nicht so wie heute. Und als sie dann schließlich zu diesem Rennen, ich habe ein Bild von diesem Rennen, das ist erstaunlich, dass es da ein Bild gemacht wurde, als sie über die Ziellinie gingen, als sie vor diesem Rennen waren und Rick war mit seinem Vater dort, da kniet Dick Hoyt nochmal vor seinem Rollstuhl nieder vor dem Rennen und er fragt ihn sinngemäß, bist du dir sicher, wir müssen das Rennen nicht laufen. Er schaut sich die Läufer an, sportlich neben ihnen, die da teilnehmen und seine eigene Familie, die denken, ihr schafft vielleicht bis zur ersten Kurve und dann dreht ihr um und kommt zurück. Und er kniet vor dem Rollstuhl nieder und er fragt ihn sinngemäß, bist du dir sicher, wir können immer noch abbrechen, wir müssen nicht das Rennen laufen. Und als er seinen Sohn anschaut, da merkt er, der freut sich so sehr und er will, dass sie das Rennen laufen. Die kommen tatsächlich bis ins Ziel an, als Vorletzte, nicht als Letzte. Und nachdem sie dieses Rennen gelaufen sind und sie kommen nach Hause und die Mama von Rick macht ein Essen und da legt sich der Vater Dick Hoyt auf den Boden, ihm tut alles weh. Hat 3 Tage später noch Blut im Urin gehabt, der war völlig fertig. Und er liegt auf dem Boden und er merkt, sein Sohn fängt an am Computer zu tippen. Und als er sich irgendwie aufrappelt, um zu lesen, was sein Sohn geschrieben hat, da teilt ihm sein Sohn mit, Papa, weißt du, wenn ich renne, dann fühle ich mich so, als ob ich nicht behindert wäre. Und sein Vater trifft die Entscheidung und er sagt, das wird nicht unser letztes Rennen sein, das wir zusammen gerannt sind. Das ist eine erstaunliche Geschichte, ich muss die abkürzen. Es kommt schließlich so weit, dass sie längere Rennen laufen. Sein Vater trainiert teilweise mit einem Zementsack, sie bekommen einen besseren Rollstuhl. Und irgendwann bewerben sie sich für den Boston Marathon. Ungefähr 42 Kilometer. Und zuerst dürfen sie nicht laufen als offizielle Läufer, sie kriegen keine Nummer. Und sie haben einiges an Widerständen bei manchen, bis sie schließlich durchkommen.
Und ihnen wird gesagt, wenn ihr als offizielle Läufer mitlaufen wollt, dann müsst ihr euch qualifizieren. Aber nicht in der Altersgruppe von Dick Hoyt, dem Vater, sondern von Rick Hoyt, dem Sohn, der in seinen 20ern war. Und sie mussten eine Zeit laufen von unter 3 Stunden, ich glaube 2 Stunden 50, das mussten sie, drüber ging es nicht. Und sie schaffen bei einem Marathon, in ungefähr 2 Stunden 45 zu laufen. Wer von euch sich ein bisschen auskennt, weiß, das ist eine sehr gute Zeit. Mit Rollstuhl, mit Gewicht vor dir. Das ist schneller als Lance Armstrong, der die Tour de France gewonnen hat, mehrere Jahre gelaufen ist, seinen ersten Marathon. Und schließlich kommt es so weit, ich kürze das jetzt, dass sie sich für den Ironman in Hawaii bewerben. Ironman, das ist wahrscheinlich, gehört mit zu den anstrengendsten Dingen auf unserem Planeten. 42 Kilometer laufen ungefähr, 3,8 Kilometer schwimmen ungefähr, 180 Kilometer Radfahren. Rick Hoyt ist vorher, Dick Hoyt, der war kein Schwimmer. Der war das letzte Mal mit 6 Jahren auf einem Fahrrad gesessen. Und sie schaffen es schließlich, dass sie, ich glaube, es war ihr zweiter Ironman, den sie gelaufen sind, dass sie den Ironman laufen in einer Zeit, wo sie Ironman werden. Ich glaube, das sind unter 16 Stunden. Sind über 1000 Rennen insgesamt gelaufen, der Vater mit seinem Sohn. Und was uns das zeigt, ich möchte da gerne die Linie ziehen zu unserem Leben. Viele Menschen haben Rick Hoyt damals aufgegeben und hätten gesagt, schieb ihn einfach weg, tu ihn in irgendeine Einrichtung, vergiss ihn. Aber weil ein Vater seinen Sohn so sehr geliebt hat und so viel eingesetzt hat, war es Rick Hoyt schließlich möglich, trotz seiner Handicaps die schwierigsten Rennen bei ihnen über die Ziellinie zu gehen. Egal welches Handicap du heute mitbringst, egal welche Schwierigkeiten dich vielleicht niederdrücken, weil wir einen Vater im Himmel haben, der uns so sehr liebt, dass er alles für dich und mich gegeben hat, kann jeder von uns in diesem Raum, der möchte und der sich nicht sträubt, wenn Gott uns in Liebe weiterführen will, über die Ziellinie gehen, egal was uns entgegensteht. Das heißt in Zeugnisse für die Gemeinde, Band 9, wir gehen der Heimat entgegen. Der uns so liebte, dass er für uns starb, hat eine Stadt für uns erbaut. Das neue Jerusalem ist unser Ruheort. In der Stadt Gottes wird es keine Traurigkeit geben, kein Wehklagen und kein Klagelied zerstörter und begrabener Hoffnungen wird je wieder gehört werden. Bald werden die Kleider der Mühsal gegen Hochzeitsgewänder ausgewechselt. Bald werden wir Zeugen der Krönung unseres Königs sein. Alle, deren Leben in Christus verborgen gewesen ist, die auf Erden den guten Kampf des Glaubens gekämpft haben, werden im Reich Gottes die Herrlichkeit des Erlösers widerstrahlen. Wenn die Zeichen der Zeit dir zu schaffen machen und wenn du vielleicht mit Sorge auf die Zukunft schaust und dich fragst, aufgrund der gegenwärtigen Weltsituation, was kommt wohl noch alles auf mich zu? Es gibt Menschen, es gibt Glaubensgeschwister, die jetzt noch in schwierigeren Situationen sind als wir. Vor einiger Zeit hat mir jemand aus den USA geschrieben, ein Bruder, und der hat gesagt, wenn wir nicht die Voraussetzung erfüllen, dann verlieren wir unseren Job. Wenn dir die momentane Situation zu schaffen macht, dann denke daran, wir sind fast zu Hause. Wenn du vielleicht merkst, dass du Druck verspürst, sei es am Arbeitsplatz, sei es durch andere Menschen, sei es in der Familie, durch äußere Umstände, dann denke daran, wir sind fast zu Hause. Es lohnt sich daran, dass wir auf dem Weg zur Ziellinie mit Gott kooperieren und alles einsetzen, unseren Willen vollständig in allen Bereichen auf seine Seite stellen, denn wir sind fast zu Hause. Amen.